Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und das ist eine handgeführte Bandsäge. Sehr viele kennen das hier gar nicht, solltet ihr aber, denn das Ding hier macht Dinge, die ihr nicht für möglich haltet. Und denkt dran, wie immer fleißig zu kommentieren, denn ihr könnt wie immer einen 250-Euro Einkaufsgutschein gewinnen von gotools.de. Alles, was ihr machen müsst, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Wusstet ihr eigentlich, dass es sowas gibt oder habt ihr schon benutzt und wie ist eure Erfahrung? Heute geht es also um handgeführte Bandsägen. Das ist eigentlich eine total merkwürdige Sache, weil eine Bandsäge handgeführt, sonst steht das auch immer so rum und dann macht man mit Holz und so. Aber hier geht es ja um Metall, denn das ist eine Metallbandsäge. Und gerade im Bereich Metall brauchst du irgendwann mal woanders das Ganze und kannst eine große Bandsäge auch nicht rumtragen. Und ich habe gedacht, kein Mensch braucht das. Dann war ich auf der Holz und Handwerk und habe es ausprobiert und habe gesagt, oh, interessanter als ich dachte, denn du kannst mit Holz, Metall und noch andere Materialien schneiden. Das zeige ich dir auch gleich mal. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wie oft verkauft sich sowas denn? Wir haben jetzt zum Glück einen Online-Shop und was haben wir gemacht? Nachgeschaut und dann haben wir gesagt, was ist hier los? Wahnsinn, wie häufig das verkauft wird. Denn Insider kennen das Gerät, nutzen das viel, aber Leute wie ich, vielleicht auch du, kannten das gar nicht. Ich zeige dir mal, was da so geht. Ja, das sind handgeführte Metallbandsägen, aber Holz ist auch kein Problem. Wir haben hier sogar ein feines Blatt, es gibt ja noch ein gröberes Blatt. Damit kannst du Holz in einer Geschwindigkeit schneiden, das ist schier unglaublich. Und wir haben hier einen 10x10er Balken, das passt ohne Probleme bei den großen Geräten hier. Ja, einfach mit rein, wird sogar 12x12 passen und da kannst du schon ordentlich was Großes mit schneiden. Das hat übrigens einen riesigen Vorteil. Du hast erstens einen sehr schnellen Schnitt und zweitens einen sehr, sehr feinen Schnitt. Denn wenn du so einen großen Balken hast, wie willst du den eigentlich durchsägen? Also maschinell, ja, also mit einer Kappsäge geht es fast mit keiner. Mit, was nimmst du denn noch? Mit einer Tauchsäge, mit einer Handkreissäge kriegst du es nicht durch. Also was nimmst du dann? Ja, dann hast du eigentlich wenig Chancen, außer zum Beispiel eine Säbelsäge. Mit einer Säbelsäge hast du einen sehr ungenauen Schnitt, beziehungsweise das ist Ausrisse und sowas. Hier hast du einen wirklich schönen Schnitt. Wenn du nicht so wie ich schnell einfach nur mal durchschneidest, kannst du auch ganz fein an einer Linie entlang sägen und hast echt ein tolles Ergebnis. Also gerade bis so 12 cm kannst du mit der großen hier zum Beispiel sägen. Also das ist zum Beispiel Holz. Dafür ist nicht gedacht, aber es funktioniert. Das andere Thema ist Metall. Wir haben hier mal ganz bewusst ein Rohr genommen. Wie würdest du ein Rohr normalerweise durchschneiden? Du könntest zum Beispiel nehmen einen Winkelschleifer. Winkelschleifer hast du Funkenflug, hast keinen so schönen Schnitt und so weiter und so fort. Winkelschleifer, geht so. Aber was machen wir denn dann? Metallhandkreissäge würde funktionieren? Ja. Geht natürlich auch nur bis bestimmten Durchmessern. Dann haben wir noch Säbelsäge. Damit kannst du zwar auch gut sägen, aber nicht so präzise. Und der Vorteil von den Sägen ist, du kannst durch das Eigengewicht brauchst du es nur ansetzen, hast einen sehr präzisen geraden Schnitt, der annähernd gradfrei ist, in einem extrem großen Bauraum. Und das finde ich total faszinierend. Übrigens gibt es natürlich von den Herstellern auch das passende Gerät für die passende Größe. Es gibt handliche Geräte wie das hier von Bosch, ja, mit 63 mm Innenraum, aber es gibt auch in verschiedenen Abstufungen Geräte wie das hier mit bis zu 127 mm. Ob du es wirklich brauchst, musst du für dich entscheiden.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Geräte gesprochen, aber wie funktionieren die eigentlich? Ich habe ja wirklich hier eine Bandsäge, ergo hier auch ein Metallband eingebaut. Und was ich schön finde, ist, dass die meisten Geräte wirklich sehr, sehr sicher gebaut sind. Und hier auf der Rückseite, ihr seht hier überall, ich komme hier an das Band gar nicht ran. Ich kann das quasi gar nicht fehlbedienen. Und wenn ich es so benutze, wie ich es benutzen soll, nämlich auch mit zwei Händen, dann komme ich sowieso nicht in die Nähe. Aber hier ist das Band schon sehr, sehr gut abgekapselt. Aber wie komme ich eigentlich an das Band ran? Oder wie läuft das eigentlich? Das zeige ich euch auch mal. Und zwar könnt ihr einfach hier das umklappen. Und dann haben wir hier das Band drin. Das läuft hier einfach rüber, wird hier umgelenkt, ja, von den Metallrollen. Und dann geht es wieder zurück. Das war es eigentlich. Wie eine klassische Bandsäge. Schauen wir uns die Geräte doch mal etwas genau an und fangen einfach mal bei dem an, weil ich es gerade schon in der Hand habe. Erst einmal hier großer Hebel, um das Band zu entspannen. Das musst du ja machen, um diese Spannung rauszunehmen und dann das Band werkzeuglos auch auszutauschen. Ich glaube, du kannst das bei eigentlich allen Geräten, mir fällt zumindest gerade keins mehr ein, wenn doch, sage ich es nachher dazu, wirklich werkzeuglos wechseln. So, bei Bosch ist es so, dass wir hier eine wirklich schöne LED haben, hier unten, die das Arbeitsfeld beleuchtet. Vom Griff her, ja, seht ihr das Ganze ja. Wir haben hier einen Brushless-Motor und das finde ich eigentlich ganz schön, dass du es wirklich am Gerüst oder irgendwas Passendem aufhängen kannst. Was ich nicht so schön finde, ist Folgendes. Wenn du mit so einem Gerät arbeitest, wenn du es das allererste Mal machst, machst du es intuitiv falsch. Habe ich auch gemacht. Nämlich, du nimmst ein Objekt und setzt es hier in der Mitte an, weil du willst ja in der Mitte irgendwie sägen. Das ist Quatsch. Sondern du legst das bitte hier an diesem Anschlag an. Und dann ist es so, dass die Sägebewegung ja gegenläufig ist. Also es drückt dich immer ganz leicht zum Anschlag hin und dadurch kannst du wirklich einfach und schnell sägen. Dazu musst du diesen Anschlag aber auch benutzen können. Und in diesem Fall ist es so, es geht nicht werkzeuglos, sondern du musst es mit einem Werkzeug tun. Bei anderen Geräten geht es werkzeuglos. Also hier zum Beispiel musst du diesen Schlüssel nehmen, musst das hier lose drehen. So, dann kannst du es verstellen. Einfach jetzt hier nach unten, dann kannst du es hier wieder festziehen und dann geht es weiter. Es wäre natürlich deutlich eleganter, wenn das Werkzeug los wäre, auch um es dann wieder schnell verpacken zu können. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich zeige dir mal, wie gut die schneidet. Genauso wie bei Bosch haben wir hier auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit wunderbar einzustellen. Und wir haben ja auch einen Haken, den du hier vorteiligerweise auch nochmal abklappen kannst. Also entweder weg oder nach vorne und dann hängt das Gerät halt wunderschön in der Gegend rum. Was wir hier als Besonderheit haben, ist genau das hier. Den Anschlag können wir hier werkzeuglos verstellen, indem wir einfach hier drauf drücken, klick und das Ganze dahin einstellen, nach oben in die Transportstellung oder wenn du sagst, ach, brauche ich nicht, oder nochmal so, das ist ein bisschen fester hier, da bin ich aus Metall und kein Kunststoff, ab nach vorne und schon geht's los. Ich finde es übrigens wirklich gut, dass es eben aus Metall ist, damit du auch wirklich roh gehst ran, sägst. Wenn das aus Kunststoff ist, bricht dir das garantiert irgendwann mal weg. Das finde ich schon sehr, sehr robust gemacht, wie allgemein die ganze Maschine. Übrigens, im Gegensatz zu Bosch haben wir hier das Band nicht so überdeckt. Man müsste aber sich schon wirklich dämlich anstellen, um da hinten irgendwo ans Band ranzukommen. Aber bei Bosch, wie gesagt, finde ich sehr schön. Gibt ein sehr hohes Sicherheitsgefühl, dass das hier komplett überdeckt ist. Auch hier gibt es eine Beleuchtung fürs Arbeitsfeld und das probiere ich auch gleich mal aus. Das Gerät von Flex hatten wir vorhin schon in der Hand. Auch hier Bügel, Licht. Man kann hier die Geschwindigkeit einstellen, aber wir haben hier auch dankenswerterweise den Metallbügel, den wir hier unten dran haben, oder den Anschlag, auch aus Metall. Metallbügel ist ja richtig aus Metall. Dann auch hier einfach nur draufdrücken, nach oben verstellen, ja, so wie du es haben möchtest, und dann nach unten. Auch hier dankenswerterweise aus Metall. Was hier anders ist, ist Folgendes. Das Band ist nicht werkzeuglos zu wechseln, sondern ich muss hier eine Schraube lösen, dazu brauche ich Werkzeug. Das gefiel mir bei den anderen besser. Kommen wir zu Makita und hier auch ein Ausreißer. Fast alle Geräte, die wir haben, sind 18-Volt-Geräte. Bis auf zwei und das hier ist eins davon. Und zwar hier haben wir ein 40-Volt-Gerät. Ansonsten klassisch mit Licht, mit Geschwindigkeitsregulierung, hier auch mit einem großen Bügel, den wir haben.
Aber leider eine Sache haben wir nicht, und zwar die Verstellung des Anschlags erfolgt mit Werkzeug. Das heißt, ich muss es jeweils nehmen, lose drehen, hier nach vorne und so weiter, hatten wir ja vorhin schon. Was ich schön finde, ist auch hier, dass es schön gekapselt ist und auch werkzeuglos zu wechseln. Uiuiui, was war denn hier los? Also bei der Makita wirklich etwas anders, und zwar, sie hat deutlich schneller geschnitten als die anderen. Also man hat schon gemerkt, der Arbeitsfortschritt war schon höher. Also jetzt nicht doppelt so viel, aber das ging schon um einiges schneller. Und jetzt verlassen wir langsam mal diesen großen Bauraum und kommen zu Geräten, die etwas kleiner sind. Und da fangen wir bei Milwaukee an. Und das Krasse bei Milwaukee ist ja wirklich, von denen haben wir jetzt heute drei Geräte da. Ja, einmal sehr groß, hier so eine Zwischengröße im Bereich 80 mm und dann kommen wir noch mal ein bisschen kleiner. Bei dem Gerät ist es so, dass es komplett vollwertig hat, alles, was du haben möchtest. Schon einen ganz passablen Bauraum hier, ja, mit dem du arbeiten kannst. Dann haben wir einen Brushless-Motor. Wir können, haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen, und zwar werkzeuglos. Ich zeige es euch mal wieder. Ja, auch das kann ich hier tun, auch wieder aus Metall. Nicht ganz so fein eingestellt und nicht ganz so robust wie bei den großen, aber funktioniert. Hinten gekapselt, werkzeuglos. Wir haben Licht und alles drum und dran. Also theoretisch komplett alles, bis auf eine Sache. Und zwar, bei der können wir die Geschwindigkeit nicht einstellen. Jetzt kommen wir zu Flex und jetzt wird es klein und handlich. Und hier haben wir einmal alles. Wir haben hier den Bügel, wir haben hier ein Licht, wir können das Ganze in die Geschwindigkeit einstellen. Wir können es leider nicht werkzeuglos verstellen, sondern wir müssen hier den Schlüssel nehmen und dort ansetzen. Wir haben einen Brushless-Motor hier verbaut und wir können das Ganze hier auch übrigens werkzeuglos einstellen, indem wir das hier hochklappen, hochklappen und schon kommen wir hier wunderbar ans Band. So. Und so, und fertig ist das Ganze. Übrigens haben wir hier einen Bauraum von 64x64 mm. Zum Makita kleinere Bauraum 66x66 mit 18 Volt. Und hier kann man eine Sache noch mal ganz gut sehen, nämlich wie das Band läuft. Schaut mal hier auch werkzeuglos zu öffnen. Ja, Nummer 1 und Nummer 2. Und hier kann man sehr schön sehen, wie das Band hier läuft. Hier wirklich gekrümmt wird, dass wir hier einen anderen Winkel haben und dann wieder zurückgeführt wird und so weiter und so fort. Das ist eben komplett anders als bei normalen Bandsägen, wo das Band ja immer gerade läuft. Das nur mal dazu, jetzt schauen wir uns das Gerät nochmal an. Hier haben wir wie immer ja, unseren Bügel. Wir haben hier, glaube ich, auch Licht. Ja, genau, da haben wir das Licht. Dann haben wir hier den Anschlag, leider auch nur ja, hier mit Werkzeug zu verstellen, ist halt so. Und wir haben keine, doch, hier genau, hier war es. Hier haben wir eine variable Geschwindigkeit. Übrigens haben wir jetzt hier das allererste Gerät, was du wirklich einhändig benutzt. Es gibt hier also keinen zweiten Handgriff. Und ich muss mich jetzt ein bisschen verstellen, weil ich bin ja eigentlich Rechtshänder. Aber damit das Bild schön ist, versuche ich es einfach mal von links. Kommen wir zu Dewalt und mir ist ganz entfallen, ja auch hier haben wir eigentlich eine Besonderheit. Und zwar haben wir ein ganz normales 18 Volt Gerät, aber viele von euch wissen das ja, wir können hier auch die 54 Volt Akkus einfach einsetzen. Wird ja umgeschaltet, 18 Volt, kein Problem. So, bei dem Gerät ist schon ein bisschen älter, haben wir aber zumindest die wesentlichen Sachen mit dabei. Wir haben einen Anschlag, aber auch den müssen wir mit dem Schlüssel verstellen. Wir haben keinen werkzeuglosen Bandwechsel, bisschen schade. Wir haben hier auch einen großen Haken und wir haben keine Geschwindigkeitsverstellung, dafür aber hier unten eine LED. Und übrigens kommt gerade von Dewalt, warte mal, ich höre gerade von Dewalt kommt demnächst ein neues Gerät. Und zwar ist es so, dass hier einige Sachen nochmal anders sind. Wir haben hier einen größeren Bauraum, 84 oder 86 mm in der Größe. Wir haben zwei große Vorteile, werkzeugloser Bandwechsel und vor allem dort können wir die Geschwindigkeit wieder einstellen. Jetzt wird es ein bisschen verrückt, weil das ist wirklich das leichteste Gerät, was wir im Test haben. Und wir haben jetzt wirklich 12 Volt. Wir müssen mal gleich gucken, kommen wir damit überhaupt durch Metall durch? Wow, 12 Volt. Also Milwaukee und ihr 12 Volt System, das ist schon echt was Besonderes, ja? Weil jedes Mal, wenn man denkt, das bringen die doch nicht in 12 Volt raus, dann sagt Milwaukee, ha,
auf jeden Fall machen wir das trotzdem. Finde ich eigentlich ganz cool. Wenn wir uns das Gerät mal anschauen, auch hier werkzeugloser Wechsel. Wir haben den Anschlag auch nur mit Schlüssel zu verstellen. Wir haben ein Licht hier unten damit dabei. Und was wir noch haben, ist natürlich der Bügel. Was wir nicht haben, ist den werkzeuglosen Wechsel, haben wir schon besprochen. Wir haben hier keine Geschwindigkeitseinstellung. Ihr habt gerade gesehen, das Band ist stehen geblieben beim 12-Volt-Gerät, aber warum? Ich habe ganz bewusst mal geschaut, kann ich es wirklich ausdrücken, also wenn ich jetzt wirklich drücke wie so ein Ochse, ob das Band dann stehen bleibt, und ja, das tut es. Jetzt muss man aber sagen, eigentlich bei allen Geräten ist es so, dass du eigentlich nur die Schwerkraft wirken lässt. Ergo, du setzt das Gerät an und lässt nur durch den Gewicht des Gerätes das durchgleiten, und damit ist es überhaupt kein Problem. Was man merkt ist, dass das Gerät deutlich noch mal langsamer schneidet als die anderen. Kommen wir zur kleinen Bosch. Und was hier gleich auffällt ist, wir haben hier keinen Haken zum Aufhängen, aber jetzt wieder ein Gerät, was du mit beiden Händen greifen kannst. Und ganz ehrlich, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, fühlt sich das mega verrückt an, das mit einer Hand zu machen. Da hat man irgendwie auch weniger Kontrolle. Ich finde das eigentlich ganz gut, hier das so entsprechend zu nutzen. Ansonsten, hier hast du keine Geschwindigkeitseinstellung. Hier hast du auch einen Bügel, nur wieder verstellbar über Schlüssel. Du hast hier Licht. Und du hast hier einen Bauraum von 63 mm. Was wir auch haben, ist, wir können das ganze werkzeuglos hier wechseln. Und was uns auch auffällt, ist Folgendes. Wir haben hier ein zweites Gerät aus der M-Share Allianz. Und zwar ein Gerät von Fein. Und da fiel mir übrigens eine Sache auf, hier ist kein Band mit dabei gewesen. Das Original in dieser Verpackung, ich weiß nicht, ob es hätte dabei sein müssen, aber es war kein Band da. Was euch aber sicherlich auffällt ist, dass es eine, nennen wir es mal, Ähnlichkeit zu den beiden Geräten gibt. Ja, schaut mal. Von da, von da. Wir machen es relativ simpel. Es ist exakt das gleiche Gerät. Also es ist wirklich das, und das ist 100% identisch, bis auf die Farben. Ja? Also selbst der Akku ist natürlich ganz logisch, ist ja ein M-Share-Gerät. Also das ist wirklich nur umgelabelt und umgebrandet, was jetzt nicht schlimm ist, aber das solltet ihr wissen, ist annähernd das gleiche Gerät. Deswegen werden wir das auch gar nicht erst testen, sondern einfach mal das von Bosch nehmen. Und da wir hier ja keinen Platz drin haben jetzt gerade, können wir euch auch mal wunderbar zeigen, wie einfach sich das wechseln lässt. Ja, jetzt habt ihr auch das Ganze mit Fein gesehen, und bei Fein habe ich jetzt mal eine Sache probiert, und zwar bekomme ich dieses 18-Volt-Gerät ausgedrückt, und ich habe es wirklich mal versucht, hatte ein bisschen Sorge, dass das Blatt das aushält, weil ich habe richtig gedrückt, aber nein, das Gerät geht nicht aus. Übrigens, wenn du mich fragst, welches Gerät war das schnellste und die stärkste, dann war es Makita. Auch mit dem hohen Gewicht, aber ich habe das Gefühl, hohes Gewicht mit der Geschwindigkeit, gutem Blatt, hat auf jeden Fall den schnellsten Schnitt gemacht. Und noch ein Hinweis für euch. Jedes einzelne Gerät kannst du auch nutzen, um einfach etwas anzureißen. Das heißt, du nimmst das Gerät, tust es auf dein Material drauf und drückst es nicht komplett durch, sondern eben nur so ein bisschen, um anzureißen, dran zu sein, und dann geht's los.
Jetzt haben wir alle Geräte einmal ausprobiert und was ist euch aufgefallen? Dass eine Sache nämlich fehlt. Und zwar bei allen Geräten fehlt genau eine Sache, die aber gut ist, nämlich Funkenflug. Wenn wir segeln, ist es so, dass wir so eine langsame Bewegung und zersparende Bewegung haben, dass wir wirklich keinen Funkenflug haben. Das finde ich persönlich sehr schön, weil da muss man immer wieder auf noch ganz andere Sachen aufpassen. Also das nur nochmal dazu. Und wenn ihr jetzt euch fragt, was ist denn das richtige Gerät für euch, dann fragt euch mal als allererstes Folgendes. Und ich sage euch nochmal, welches Gerät ich nehmen würde. Aber erst einmal fragt euch mal Folgendes. Welchen Bauraum brauche ich denn eigentlich? Bin ich jetzt eher derjenige, der mal schnell auch eher kleinere Dinge durchschneidet? Oder sagst du, du möchtest nur ein Gerät haben und das Maximum, dass du vielleicht eher so einen großen Bauraum haben möchtest? Ja? Das ist einer der zentralen Dinge. Das zweite ist, brauchst du eine variable Geschwindigkeit? Denn einige Geräte haben das ja nicht, andere Geräte haben das schon. Ich persönlich würde immer eins mit variabler Geschwindigkeit nehmen, damit ich es an mein Werkstück oder an das Material viel besser anpassen kann. Apropos ans Material anpassen, es gibt hier auch verschiedene Sägeblätter. Es gibt welche mit gröberen und mit feinerem Zahn. Da kommt es eben auch darauf an, was möchtest du gerne tun. Rein übrigens von der Benutzung her, ja, wenn ich euch ein Gerät empfehlen möchte, kann ich euch sagen, ihr könnt in eurem Akkusystem bleiben. Im Wesentlichen könnt ihr hier nehmen, was ihr wollt. Alle Geräte haben echt guten Job gemacht, alle Geräte haben gesägt und ob es jetzt eine halbe Sekunde länger oder schneller geht, ist eigentlich am Ende, finde ich, relativ egal. Wenn ihr mich aber fragt, welches Gerät würde ich nehmen, dann würde ich entweder das Gerät von Milwaukee nehmen oder das Gerät von Flex, weil ich finde es gut, dass man hier den Bügel nochmal einfahren kann. Aber in Summe ist es so, dass ich auf jeden Fall hier bei den Großen wäre. Ich würde vielleicht auch das von Bosch nehmen, das hat mir auch hinten ganz gut gefallen. Also, weil ich persönlich würde eins nehmen, womit ich alles machen kann. Und deswegen, weil ich die kleineren Anwendungen gar nicht so im Blick habe, sondern eher die größeren, mal einen Holzbalken mal durchsägen und auch mal Metall für mich. Also das wäre meine Wahl. Ihr schreibt mal eure Wahl unten in die Kommentare und auch was eure Meinung zu den Geräten. Übrigens noch ein Hinweis, hier oben verlinke ich mal den großen Werkzeugvergleich bzw. die Werkzeugdatenbank. Dort habt ihr alle technischen Daten nochmal in einer Datenbank, alles drin und ihr könnt abstimmen, was ist euer Liebling oder nachgucken, was ist der Liebling von allen. Das war's heute mit der Säge. Ihr schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr es interessant fandet und so lang ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.